den ersten beiden Tagen unserer fast letzten Drehwoche waren wir in Windisch in der Schule. Dort war der Jörg, unser Armin, nackig, zwei Tage lang. Und hatte so einige verrückte Dinge getan, denn es sind seine Traumvisionen, seine Traumvorstellungen gewesen. Und ja, die waren ganz schön verrückt. Da gab es irgendwie Waffen und nackte Mädchen und er tanzend mit dem Saxophon. Und alle hatten sehr viel Spaß. Waren wir dann im Schwimmbad. Alle Mädchen mussten ins Wasser und schwimmen, was das Zeug hält. Und es war mega anstrengend, weil die Kondition schnell nachließ. Und ja, nichtsdestotrotz ging es dann noch weiter mit dem Sport. Wir mussten wieder joggen. Unsere Lieblingsszene mittlerweile, sie verfolgt uns bis auf den letzten Meter. Waren wir in Bruck auf der Brücke. Es war sehr hoch, sehr gefährlich und sehr nass. Waren wir dann in der Turnhalle, wo Armin seinen Monolog hält und sich rechtfertigt und ja, das Mädchen vor ihm die Brücke schlägt. Samstag waren wir im Sanatorium. Das war die letzte Szene im Drehbuch. Saskia und Nadja unterhalten sich. Die Szene wurde gestückelt in drei Teile. Und wir hatten diese Verrückten im Wasser, die unglaublich lustig waren und viel Spaß hatten, da im Wasser ein bisschen crazy zu sein. Fing es ganz schön spät an. Eigentlich war es ja dann schon Dienstag. Wir haben erst Mitternacht angefangen zu drehen in einem unglaublichen Motiv.
Gestern wurden Miriam und Verena wieder einbandagiert und standen für unsere Anfangsmontage auf der Insel. Allerletzter Drehtag und wir stehen hier gerade auf Schweizer Seite, aber hinter uns befindet sich eine Holzbrücke, die Deutschland mit der Schweiz verbindet. Und auf der drehen wir. Das ist eine historische Holzbrücke und wir hoffen, dass sie nicht zusammenkracht. Sexuelle Exzesse führen an den Rand des Abgrunds. Journalistensprüche.